Wie viel hält der denn bitte aus? Möchte ich mich erstmal bei euch bedanken für diese tollen Rezensionen, die ihr mir immer gebt. Ich sehe es nicht für selbstverständlich, dass dann ein Video ein paar hundert Likes hat. Also ich finde das mega. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen heute mit dem Kid Schinken und der Schinken kann einiges und zwar sehr viel. Wenn man ihn isst, dann bekommt man Regeneration, Stärke-Effekte für 5 Sekunden und das ist ziemlich gut. Außerdem füllt er die komplette Hungerleiste mit nur einem Klick auf, das ist auch sehr, sehr geil. Und ja, ich möchte euch jetzt erstmal was erzählen und zwar möchte ich mich erstmal bei euch bedanken für diese tollen Rezensionen, die ihr mir immer gebt. Ich sehe es nicht für selbstverständlich, dass dann ein Video ein paar hundert Likes hat. Also ich finde das mega von euch und danke. Das freut mich sehr und ich weiß nie, was ich dazu sagen soll, weil ich finde das einfach krass und vielen Dank. Gut, dann kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar, ich werde ja bald, wie gesagt, umziehen und dann werde ich meinen PC hier hinholen und den werde ich, glaube ich, in 2 Wochen hier haben. Also in 2 Wochen habe ich ungefähr meinen PC hier und dann fangen die GTA-Videos an. Jetzt die Frage an euch, habt ihr Interesse an GTA-Online-Videos? Das würde mich echt mega interessieren, weil... Keine Ahnung, vielleicht können wir dann irgendwie so eine Crew aufmachen und dann können wir zusammen spielen. So, hey, Vicky. Okay, sorry, das war jetzt ein bisschen strange. Okay. Die Enderperle noch, gut. Der Gegner ist da hinten. Ich würde sagen, ein bisschen Bow-Action. Okay, er macht dasselbe. Solange es dasselbe ist, ne? Boah, okay, gut. Der Schinken hat uns da jetzt gut aus der Situation rausgeholt, weil ich denke, sonst wären wir gestorben. Zack. Können wir hier hinpacken. Und ein Eisenschwert haben wir jetzt auch. Perfekt. Dann looten wir jetzt noch ein paar Kisten. Und ein Diamantschwert können wir jetzt nachher auch noch machen. Super dupi, würde ich sagen. Ja. Also wie gesagt, habt ihr Bock auf GTA Online-Videos? Lasst es mich wissen, weil dann werde ich auf jeden Fall auch welche aufnehmen. Ich werde, also eins wird auf jeden Fall kommen, einfach nur um zu sagen, hey yo, gefällt euch diese Art von Videos auch, mal kein Minecraft zu sehen. Es ist natürlich ein Risiko, weil ich ja nicht weiß, was ihr davon hält, ob ihr jetzt sagt, yo, das ist ganz cool oder yo, das ist nicht so meins. So, mit dem Schinken-Kit ist der Typ natürlich tot. So. Oh, nein, die Äpfel doch nicht. Hallo? Die Äpfel, die habe ich heute geerntet, ey. Die kann ich doch nicht einfach so wegschmeißen. Das sind doch noch ganz frische Äpfel. So, zack, zack, zack. Wie viele Feuerzeuge ich habe? Oh mein Gott. Das Feuerzeug kann ich aber wegschmeißen. Und hier, was ist hier dabei? Auch nur Scheiße, glaube ich. Ich glaube, da ist ein Crab dabei. So, dann gucken wir jetzt hier ganz kurz in die Kiste. Vielleicht... 5 Eisen. Perfekt. Das habe ich mir gewünscht. Und jetzt machen wir uns hier erstmal so. Knackig. Das hier. Hier. Perfekt. Dann könnten wir uns hier eigentlich auch noch einen Helm machen, weil der ist ja gleich gut wie ein Eisenhelm. Und ja, so. Das kann ich noch weg. Zack. Wo haben wir es jetzt wieder? Hier. Okay. Gut, 184. Oh, der hat einen Diabluspanzer gemacht. Und ich habe ihn jetzt. Oh mein Gott, aber das ist ein Ritter. Jetzt habe ich echt Angst. Aber was wir jetzt machen, Leute, und was man jetzt machen kann, aufs Pferd aufsteigen und den Sattel runternehmen. Und das ist das, was ich jetzt dann gleich machen werde. Wenn ich den Ritter irgendwie sehe oder so, dann werde ich den irgendwie runternehmen oder so. Ich habe aber Angst, dass das jetzt gleich da vorne der Ritter ist und er schon auf dem Pferd sitzt oder so. Okay. Hat er gute Sachen. Schnell. Ich brauche einen Goldapfel. Boah, mein Gott. Okay. Das war auch jetzt nochmal knapp. Oh, der hat auch richtig gute Hits verteilt.
Das war doch mal knapp jetzt, Leute. Das war echt knapp so. Der hatte aber nichts mehr, was ich noch brauche, ne? Aber der hatte mir ein bisschen was hinterlassen an Stuff. Oh. Oh Mann! Der teleportiert immer sein scheiß Pferd zu sich. Das geht so nicht. Das sehe ich gar nicht ein, dass er das macht. Wir müssen ihm den Sattel entfernen. Also, die Operation lautet Sattelentfernung. Und die ist wirklich eine sehr, sehr schwere Operation, aber wir werden das schaffen, Leute. Wir werden das schaffen, wenn wir zusammen an uns glauben. Dann könnte das funktionieren. Okay. Zack, einen Goldapfel werde ich auf jeden Fall dann da nehmen. Dann werde ich die Pfeile auch, würde ich sagen, runterpacken. Ich meine, dann kann ich damit richtig spammen. Weil auf dem Pferd oben, das ist echt scheiße. Also auf dem Pferd, das ist wahrscheinlich jetzt der letzte Gegner. Das ist echt doof. Das ist echt sehr, sehr doof. Aber ich muss aufs Pferd und dann direkt ins Sattel. Oder nein, der ist tot, der Ritter. Der denn aus, bitte? Wie viel hält der denn bitte aus? Ah. Was? Was? What the fuck? Wie viele Herzen hatte der denn? GG, wie viele Herzen hattest du? Lol, oh, dieses scheiß Chatting ist immer am Ende der Runde deaktiviert. Was? Lol. Dann hatte ich dem ja bestimmt schon. Der hatte ja bestimmt schon 20 Herzen oder so. Ja, dann. Ich habe mir schon fast gedacht, ist der jetzt Link gewesen oder so? Ja, auf jeden Fall. Guter Endgegner. Jetzt haben wir mal nicht gewonnen. Ist auch mal gut, weil ihr denkt euch wahrscheinlich so, ja, der gewinnt die Runde sowieso. Dann ist es wenigstens ein spannender Endkampf. Und ja, nicht in den Kommentaren spoilern, wer bis hierhin geguckt hat. So. Gut, Leute. Also, ich will mich nochmal super bedanken für die Rezession, die ihr mir immer gebt. Das freut mich wirklich sehr. Dann schreibt ihr mir rein, wenn ihr Lust habt, auf GTA. Und dann würde ich sagen, werde ich mir demnächst irgendwie so eine Vlogging-Kamera oder so kaufen, damit ich ja auch mal so rundum ein paar Videos machen kann, weil das einfacher ist, als hier bei meinem Bruder ein Let's Play aufzunehmen. Okidoki, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Macht's gut und ciao.